Hallo zusammen, heute soll es mal um diese Maske gehen, die ich von einem Tunnelportal selbst gemacht habe. Schritt für Schritt zeige ich euch, wie das geht. Okay, viel Spaß wünsche ich euch. Also, ich habe mich nun entschieden, bei dem Tunnelportal gehe ich noch ein bisschen weiter nach vorne und mache hier aus Selitag eine Maske aus Steinen, die ich selber hineinritze. Also, das heißt, dass das nachher so circa 8 cm länger ist, ein gerades Stück, wenn ich hineinschaue, dass ich die Steine noch schaue. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich das mache. Ich werde das alles von Hand ritzen. Ich ziehe das jetzt mit einem Bleistift hier. Ich mache das circa 4 mal 8 oder 10 mm. Ich habe jetzt hier 4 mm gemacht. Weil das kommt ja dann, so wird das ja gebogen. Also die Steine müssen ja jetzt hier so sein. Hier trage ich jetzt 10 mm ab. Das heißt, die unterste Linie mal 10. Weil ich mache das nicht zu fein, weil ja im Tunnel sieht man das ja dann nicht mehr. Aber ich denke einfach so, dann einfach hier einritzen. Mit einem Bleistift, mit einem spitzigen. Und dann hat man das schon. Das ist jetzt die unterste Reihe. Das sieht jetzt so aus. Jetzt mache ich bei der nächsten oberen, nehme ich immer die Hälfte vom Stein. Also das heißt so, so. So sieht das aus. So mache ich nun die ganze Reihe fertig, dass wenn ich das ja so biege, dass die Steine nach oben sind. Okay, ich mach mal. Also unsere Selitag-Trittschalldämmung ist nun fertig geritzt. Das sieht nun so aus. Jetzt machen wir sofort eine Grundfarbe. Ich habe hier Schwarz, Silber und Weißlein gemischt. Das tragen wir jetzt 1:1 auf. Also das heißt, wir nehmen die volle Farbe und gehen da voll drüber, weil den Weißleim braucht es eigentlich, um das Ganze zu versiegeln. Wenn es zu viel Farbe darauf hat, einfach mit Küchenpapier abtupfen, weil das Selitag-Trittschalldämmung zieht stark eigentlich die Farbe ein. Also ich mache jetzt das mal das Ganze fertig und dann melde ich mich wieder. Wichtig zu sagen ist vielleicht noch, dass ihr längs und quer eigentlich die Farbe hineingebt, also, weil, darum habe ich ja Leim hinein, um das Ganze zu versiegeln. Also, ihr seht hier, gibt es so kleine grüne Flecken, da müsst ihr einfach längs drüber, dann wieder quer. Und wenn ihr seht, nach 5 bis 10 Minuten hat es überschüssige Farbe drauf, dann tupft ihr das einfach mit dem Küchenpapier ab. Okay, dann geht es zum nächsten Schritt. Also das Ganze sieht nun so aus. Schön mit der Kolorierung. Und noch etwas, durch das Abtupfen mit dem Küchenpapier erhält es eine Struktur, dass es ja ein bisschen steinartig ist und nicht so die Farbe zu stark aufnimmt. Also jetzt garnieren wir das ein wenig. Weil das muss nicht so sehr genau sein, weil das ja die Maske ist für den Tunnel. Also, wir nehmen Elfenbein, Acrylfarbe, wie gehabt, und garnieren das ein wenig. Nicht zu stark, nicht zu wenig, weil im Tunnel drin soll es ja ein bisschen dunkel scheinen und man sieht ja das nicht so extrem stark. Aber trotzdem garnieren wir das ein wenig, dass wir ein wenig Struktur von den Steinen haben. Nicht zu stark, aber doch einen gewissen Touch. Ich denke, so sollte reichen. Ich werde jetzt die ganze Teile, die ganzen Steine hier noch kolorieren, granieren und dann melde ich mich nachher wieder. Ich habe das Ganze nun graniert, ein bisschen heller, ein bisschen dünkler, weil hier wird es ja gebogen und hier unten mache ich noch ganz ein wenig grün, weil da scheint ja manchmal ein bisschen die Sonne hin und
Ja, dann machen wir noch ein paar mit normaler, voller, grüner Farbe von Woodland hier. Ein paar grünliche Stellen von unten herauf. So einfach, dass es noch ein bisschen Farbnuancen gibt. Und dann tupfe ich das einfach mit dem Küchenpapier noch weg, dass ich das nur ein bisschen leicht eigentlich so habe, dass feine Nuancen sind. Dann sieht das so aus. Mach mal das Ganze noch fertig, dann sehen wir uns wieder. Ich habe das Ganze nun fertig gemacht. Das ist ein bisschen grün, grau, weil das kommt ja so, die Maske ist ja dann hier. Entschuldigung, natürlich auf die andere Seite. So kommt das ja hin. Und ja, hier eine gewisse Farbnuance, und einfach, dass es ein bisschen dunkel ist. Das Nachtportal, das ich verwende, das war mir auch ein bisschen zu, ja, ich sage mal, zu sauber, habe ich auch noch ein bisschen grün gemacht, weil hier oben wird dann noch etwas grün herunterkommen. So, unser Helidach, unser Tunnel, Innenwände sind nun fertig. Ihr seht, das ist schön biegsam. Jetzt habe ich ja hier das Tunnelportal von noch. Habe ich auch noch ein bisschen koloriert. Jetzt habe ich hier auf der Innenseite die gleiche Länge gemacht, weil ich will das ja nur hier hereinlegen, dass es eine leichte Biegung gibt. Ich habe hier auch noch Selitag hingemacht, dass ein bisschen die Biegung nach unten kommt. Mal schauen, ob meine Idee klappt. Also ich habe mir das so vorgestellt, ich lege das jetzt einfach hier hinein, weil das ist ja flexibel. Und ich gipse ja hier nachher später darüber. Ich klebe das auch gar nicht hinein. Ich will das auf die Schienen anpassen. Ich denke, das passt. Drehe das mal um. Ich glaube, das ist okay. Ich zeige euch das noch in Fotos, damit ihr das genauer seht. Aber ich glaube, so kann man das so lassen. Jetzt fragt ihr, warum macht er das nicht mit einem Roller? Die Steine ritzt er da von Hand. Das gibt ja Wahnsinnsarbeit. Ich kann nur sagen, mir macht das Spaß. Und das Ganze mit Kolorieren und Steineritzen hat mich jetzt 2 Stunden Arbeit gekostet. Aber ich mache das gerne. Ich habe noch einen kleinen Tipp für euch. Ich habe was geändert. Ich habe hier drüber einen kleinen Draht gespannt, dass es ganz wenig flexibel ist, dass es unten schön parallel ist. Ich drehe euch das mal herum, damit das hier schön parallel verläuft, die ganze Sache. Weil das muss ja irgendwie flexibel sein und trotzdem soll es fest und eine leichte Biegung nach innen haben. Aber ich denke, ich finde das so, sieht cool aus, ist nicht viel Aufwand und mir gefällt es sehr. Ich hoffe, ich habe den Eindruck bekommen, wie man so eine Maske baut. Ist relativ einfach. Ich werde euch oben noch verlinken, auf beiden Seiten, wie man mit dieser gleichen Technik einen Viadukt, Brücke selber bauen kann. Bei meinem nächsten Video geht es weiter. Ihr seht hier hinten, werde ich das Ganze bauen und Tunnelportal, Gipsen und so weiter. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, und die mich noch nicht kennen, die Glocke aktivieren und mich abonnieren. Ich sage auf Wiedersehen miteinander, ciao zusammen, auf Schweizerdeutsch, tschüss, euer Alex.